Hallo und herzlich willkommen wieder bei MIB Barbecue. Heute machen wir Kürbis. Herbstzeit ist Kürbiszeit. Was wir alles damit machen, was wir alles brauchen, liegt hier schon auf dem Brett. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, für unsere gefüllten Hokkaido-Kürbisse brauchen wir natürlich zwei Hokkaido-Kürbisse, logisch. Für die Füllung brauchen wir Champignons, Salsiccia-Würstchen, die möchte ich gerne aus dem Darm befreien und das Brät mit anbrutzeln. Bacon werden wir schön auslassen und schön knusprig machen. Wir haben hier Toastbrotscheiben, die werden wir entrinden, Würfelchen schneiden, werden auch mit in der Pfanne angebrutzelt. Wir brauchen weiter noch zwei Schalotten oder eine Zwiebel. Eventuell Knoblauch, ich weiß nicht, wie viel Knoblauch in der Mischung von dem Fleisch ist, das müssen wir ausprobieren. Ein bisschen Creme fraiche, Salz, Pfeffer, eventuell zum Abschmecken. Ich habe hier schon Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß gemischt, jeweils ja, etwas mehr wie ein halber Teelöffel. Dann haben wir einmal noch hier einen Parmesankäse und einen Gouda, den werden wir schön reiben und werden das schön vermischen. Schnittlauch habe ich schon klein geschnitten und ich würde sagen, legen wir los. So, zuerst machen wir den Grill an. Das war jetzt eine Minute mit dem Luftleiter und lassen ihn jetzt erstmal schön durchglühen. Wir wollen eine Temperatur haben von 180 bis 200 Grad und in der Zeit fangen wir jetzt an und machen schon mal die Füllung für unsere Kürbisse. So, ein paar Kleinigkeiten habe ich schon mal vorbereitet. Packung ist auf, die Rinde habe ich schon mal ein bisschen abgemacht vom Käse. Wir werden jetzt gleich rübergehen zum Kochfeld, weil die Füllung machen wir auf dem Kochfeld, wäre bei eurem Gasgrill auf dem Seitenbrenner. Also, ich würde sagen, wir sehen uns am Kochfeld. Bis gleich. Und wir legen jetzt den Bacon in die kalte Pfanne. Machen es nicht zu heiß und lassen erstmal schön den Bacon aus. Machen ihn schön knusprig. Und dann machen wir ihn nachher klein und kommt mit in die ganze Masse rein. So, und während der Bacon vor sich hinschmuggelt, entrinden wir schon mal den Toast. Zack, zack, nicht zu viele. So, freut der Günther sich nachher drüber. Jetzt machen wir erstmal ein paar Würfel. Die kommen nachher schön in das Beckenfett und werden schön angeknuspert. So, hier müssen noch ein paar versteckt hier, Lümmels. So, können wir schon umdrehen hier einmal. Jo, das ist das. Dann würde ich sagen, machen wir mit den Würstchen weiter. Machen die mal aus dem Darm raus, dann schützen wir das einmal auf. So. Und ziehen die uns einfach mal hier aus der Pelle raus. Ja, ein bisschen weiter schneiden. So. So, ah, guckt euch das an, der schöne Bacon. So, Flamme kleiner stellen und das Brot rein. So, wie sieht das Brot aus? Oh ja, das ist schick. Das würde ich sagen, machen wir mal hier in die Schüssel. Jetzt brauchen wir ein kleines bisschen Öl. So. Und jetzt hauen wir die Pilze da rein. Und lassen die schön das Wasser reduzieren. Und
So soll's sein. So, ihr Lieben, hier 60 Gramm Gouda, 60 Gramm von dem Parmesan, schon mal gerieben, und nachher mit in die Mischung als Klebstoff. Ich glaube, die Pilze, das ist auch gut. Jetzt gibt noch mal das Schälchen rein. Flüssigkeit nehmen wir mit raus. Kommt nachher mit der Schöpfkelle rein. So, jetzt geht's der Wurst an den Kragen. Das machen wir uns auch mal schön und braten uns das richtig schön ab. So, wir lassen das jetzt ein bisschen schmurgeln. Und wir fangen jetzt mal mit den Kürbissen an. So, wir versuchen jetzt mal den Deckel abzuschneiden. Nicht zu viel, so vielleicht. Mal probieren, Hokkaido ist ja sehr widerspenstig. Mal gucken, ohne dass wir uns hier verletzen, durchzuschneiden. Stückchen für Stückchen. Zack. Das hat schon mal geklappt. So, Deckel ist ab. Dann müssen wir mal gucken, wo das Kerngehäuse sitzt. Das muss ja irgendwo sein. Den Löffel mal rein. Und mal gucken. So, da ist doch schon mal was. Ja, so sieht er jetzt aus. Das andere mache ich mit dem zweiten jetzt auch. Und dann geht es gleich weiter. So, ihr Lieben, die Salsiccia ist jetzt auch soweit. Ich habe sie ein bisschen noch kleiner geschnitten mit dem Messer. Jetzt zerbröseln wir uns den Bacon noch ein bisschen hier. Und schneiden nochmal durch. Nicht so große Stücke haben. Herrlich kross das Zeug. So. Okay. Ja, eigentlich können wir das ja vermischen. Das ist ja jetzt wurscht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. So, jetzt wollen wir mal die Füllung zusammenbasteln. Wir nehmen jetzt mal die Pilze. Hier aus der Schale raus, ohne die Flüssigkeit. So. Backen jetzt unsere Wurst dabei und den Bacon. Und der Günther ist auch schon wieder da. Er hat schon wieder gerochen. Sobald was im Spiel ist mit Essen, ist er da. Hey Günti. So, ich habe auch festgestellt gerade, dass ich Creme Fraiche schon mit Kräutern gekauft habe. Also können wir das mit dem Schnittlauch und den Zwiebeln, glaube ich, erstmal vergessen. Wir machen erstmal was da rein und vermischen das mal eine Runde. Man kann auch schon was von dem Käse mit dazugeben. Und dann mengen wir das mal durch. So, noch nicht alles an Käse. Wir wollen nachher noch was draufstreuen. Und dann gucken wir mal. So. Einmal den Löffel. Und das Ganze erstmal durchmengen hier. Schon ganz gut aus. So, vielleicht noch ein klein bisschen Salz, Pfeffer, Paprika rein. Für den Geschmack, weil der Pfirsich, der Kürbis schmeckt ja auch noch nichts.
So, ich denke mal, so sollte das gehen. Jetzt noch von dem Brot dabei. Zack, zack, zack. So. So sieht's aus. Ja gut, die Pilze geben ja noch mal ein bisschen Feuchtigkeit ab, wenn sie gleich weiter gegart werden im Kürbis. Also, es wird gefüllt. So, hier sind die beiden Kameraden. Ich fange mal mit dem Großen an. Und hauen erstmal ordentlich was davon rein. Schön bis zum Rand. Zack. Und den zweiten auch. Sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Ein bisschen Füllung ist noch über. Mal probieren. Lecker. Oh ja. Aha. Mit dem Käse, das kann was. So. Das sind die beiden. Jetzt kommen sie noch auf eine Schale, damit sie nicht tropfen. Und dann geht's ab in den Grill. Was sagt der? 200 Grad, so haben wir es gewollt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Käse. Den machen wir da noch drüber. Als Kleber quasi. Für den Deckel. Dass der nicht da runterflutscht. Zack. So. Deckel drauf. Hier. Irgendwie so. Jawohl. Ach, jetzt kommt der Schrottonkel auch noch. So, der Sogambo ist auf Temperatur. Dann wollen wir ihn mal öffnen. Vorsichtig anlupfen. Kleinen Moment warten. Und auf damit. So, indirektes Setup. Unten sind die Schalen wieder drin. Dann würde ich sagen, packen wir mal hier eine Schale drauf. So. Und dann kommen die Euros hier drauf. Ich lege sie ein bisschen aneinander, damit sie nicht umkippen. Okay, jetzt lassen wir sie schlafen. Ich denke mal mindestens ein Stündchen. Wir gucken nachher noch mal rein. Gute Nacht, schlaft gut, bis gleich. Eine Stunde später. So, das Stündchen ist rum. Wir schauen mal rein, würde ich sagen. Vorsichtig anlupfen. Und auf damit. Ja, man kann jetzt nicht wirklich was sehen. Aber sie glänzen schon schön. Also ich denke mal, wir können ja mal den Deckel abmachen. Und gucken mal. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Okay, nehmen wir runter. So, dann geht's weiter am Brett. So, da liegen die beiden auf dem Brett. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, ist der Käse schön verlaufen. Riecht auch, der Kürbis selber riecht auch echt fantastisch. Ja, ich würde sagen, wir schneiden den kleinen mal an. Den großen mal etwas zur Seite. So, auf das andere Brett. Deckel ab. Und jetzt versuchen wir mal
Machen wir mal Mittelschnitt. Mal gucken, was passiert. Ist auf jeden Fall weich, der Kürbis. Das Innenleben. Ah. Jawohl. So, ihr Lieben, hier sind sie fertig, die gefüllten Kürbisse. Wir werden sie uns jetzt schmecken lassen mit etwas Reis. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir was Nettes unten in die Kommentare rein. Ich lese das immer sehr gerne, finde ich immer ganz toll. Ihr könnt mir auch bei Instagram und bei Facebook folgen, auch unter MIB Barbecue. Da gibt es auch mal mehr das ein oder andere zu sehen, was nicht unbedingt jetzt bei YouTube verfilmt wird, sondern eine kleine Fotostrecke oder ein kleines Mini-Video. Irgendwas ist ja immer. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen wie macht's gut, euer Oliver von MAB Barbecue. Ciao, bis zum nächsten Mal.